Raindrops, drop top, top smoking, no cook in the hot pot. You fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up, open the park pot. So, jetzt kommen wir zu meinem neuen Lieblingsausrüstungsgegenstand. Also ich habe vorher schon andere Beile, billige Beile, günstige Beile in der Hand gehabt. Und auch Fiskars hatte ich auch schon in der Hand gehabt. Aber da hat mich nie so überzeugt, dass ich sagen würde, wenn ich viel Holz machen muss, ich lasse mein Messer zu Hause und nehme mir ein Beil mit, bis ich die Hulter Force hatte. Also das ist so ein geiles... Ich komme auch gleich zu den Nachteilen. Das ist das Trekkingbeil von Hulter Force mit 800 Gramm Kopf. Ne? Technischen Daten, die könnt ihr euch alle aus dem Internet holen, sowas wie Hickory-Holz und dass das halt geschmiedet ist und etc. Die Lederscheide fällt vorne ab, das wäre negativ. Also ich habe jetzt da oben was zwischengetan, damit es nicht direkt runterrutscht, aber das geht ganz locker runter, da muss ich was einnähen oder so. Und dann hat man ein gutes Stück hier. Ein wunderbares Ding. Da will ich mal ein bisschen damit arbeiten. Also ich habe jetzt damit schon zu Hause einiges gemacht. Und also das Ding ist einfach nur geil. Okay, das Ding war schier bis morgen. Also zum Feuerholz machen, gibt nichts Besseres, außer eine Kettensäge.